Sie waren Magier, die den Drachen dienten. Und diejenigen von denen, die sich am meisten verdient gemacht hatten, wurden zu Drachenpriestern gemacht. Sie bekamen Masken von uralter magischer Macht. Und das ist die Khajiit Lydia, die beste Diebin Skyrims. Und was sie am liebsten macht, ist Artefaktenjagden. Und sie hat sich vorgenommen, alle Masken zu finden, die man für diesen Altar hier in Labyrinthian braucht, um in die Vergangenheit zu reisen und dann die letzte Maske hier zu holen. Die allererste Maske, die man hier findet, ist die Holzmaske, die man am Ende dafür brauchen wird, um dahin zu reisen. Mal prüfen, ob die Legenden wahr sind, natürlich, bevor das Ganze beginnt. Maske anziehen und wir reisen in die Vergangenheit. Und jetzt sehen wir, es sind insgesamt 8 Masken und die 9. befindet sich dann hier hinter diesem Drachenschädel, wenn man alle 8 gefunden hat. Jetzt haben wir hier schönes leer. Okay, die sind hier alle erstmal leer. Das ist also die Vergangenheit. Noch haben wir keine Masken. Und es geht los. Dann Maske ausziehen, um hier wieder rauszukommen. Und die erste Maske, die unsere Heldin sich holt, befindet sich nicht weit von Drachenfest der Weißlauf, und zwar hier im Nordosten. Schurspitze. Normalerweise, wenn man hier ankommt, sitzt dort oben bereits ein Drache, der auf uns wartet. Das passiert aber allerdings, wenn man die Hauptquestreihe gestartet hat. Aber der Drachenpriester, der ist immer da. Und der nimmt super wenig Schaden. Unfassbar, wie wenig Schaden der nimmt. Ein sehr starker Gegner, wenn man hier so früh ankommt. Ich meine, man muss nur sagen, ich mache das gerade auf Adept. Stellt euch vor, wenn man das auf der Schwierigkeitsstufe legendär machen würde. Aber es ist sowieso keine gute Idee, hier mit niedriger Stufe anzukommen, was bei mir hier der Fall ist. Aber was soll man sagen? Lydia will die Artefakte jetzt haben und nicht später. So, okay, jetzt muss ich natürlich treffen, während er sich da die ganze Zeit bewegt und ich treffe natürlich nicht, klar. Jetzt aber, oder? Ja, ja, ja. Oh, so wenig Schaden, unfassbar. Also, oh, sehr gut, das war besser. Aber auch die Begleiterin... Uiuiui, die Begleiterin liegt, der hat sie ausgeschaltet, das ist heftig. Okay, krass. Wie der einfach nur Schaden macht, während er neben mir trifft mit seinen Feuerbällen. Heftiger Typ. Also der Kampf mit dem. Okay, was mir jetzt helfen kann, ist natürlich die Zeitverlangsamung. Boom. Und die funktioniert, solange man Ausdauer hat. Das wissen wir. Deswegen mache ich jetzt mal Folgendes. Erstmal Gemüsesuppe rein, damit sich die Ausdauer... So, warte mal, habe ich sie gegessen? Hat Lydia sie gegessen? Ja. Und schön Zeit verlangsamen hier. So kann man das viel besser machen. Also Bogen ist sowieso nice. Nur verstehe ich nicht, ich höre keine Treffer. Ah, jetzt aber. Man sieht, es kostet Ausdauer. Die Zeitverlangsamung kostet Ausdauer. Und soweit die Ausdauer weg ist, geht das nicht mehr. Und ich merke, sogar die Gemüsesuppe kann da nicht weiterhelfen. Aber fast die Hälfte haben wir. Ey, das ist krass. Ich bin gerade richtig geflasht. Also mir war klar, dass Drachenpriester stark sind. Aber auf Adept nehmen sie so wenig Schaden. Das ist trotzdem immer wieder überraschend. Krasse, krasse Viecher. Also haben wir Ausdauertränke. Ja, haben wir. Sogar einige hier. Die mit sich schleppen. So, komm, Zeit verlangsamen. Boom. Man sagt sogar, dass man mit diesem Perk wie mit dem Schrei Zeit verlangsamen Pfeile fangen kann. Hm? Können wir natürlich jetzt hier bei Crossis nicht ausprobieren. Aber stellt euch vor, da würde sich Crossis zweimal überlegen, ob er sich mit mir anlegt. Denn es gibt eine einfache Wahrheit. Leg dich nicht mit jemandem an, der deine Pfeile fangen kann, nachdem du sie abgeschossen hast. Okay, das ist jetzt natürlich schlecht.
Das ist jetzt ungünstig, dass er jetzt den beschworen hat. Och, was ist denn jetzt mit Serana? So, Schild des Blutigen. Wo ist denn Seranchen, Mann? So, Moment. Na, komm her, komm her. Hauptsache, der Drachenpriester kommt jetzt nicht hinterher. Ah, okay, dann nimm. Ja, was ist denn? Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht mit meiner Ausdauer. Hat er mich irgendwie verzaubert oder so? Ich esse hier die ganze Zeit Gemüsesuppen und kann trotzdem nicht den Schild die ganze Zeit benutzen, so wie man das kennt. Komisch, na gut, okay, aber der ist natürlich viel schwächer. Den kann man auch abschießen. Ah, da. Der rennt zu seinem Meister. Nein. Oh, der Meister ballert aber volle Kanne. So. Okay, irgendwas Böses passiert gerade mit meinem Ausdauer und sogar die Gemüsesuppe hilft da jetzt nicht viel. Ich weiß nicht, was das ist. Man hat es gerade gesehen. Mein Trick mit dem Schild hat sogar nicht funktioniert. Okay, der ist mir böse hinterher. Was ist da? Da rennt, glaube ich, sogar mein Pferd rum. Ah, da ist der. Da ist... Hä? Die Pfeile fliegen durch ihn hindurch. Was passiert hier? Jetzt aber... Aha. Da kommt, glaube ich, Seranchen. Sehr schön. Ah, der ist aber schlau. Der bewegt sich. Der steht nicht... Oh. Okay, aber der hat nicht mehr viel... Oh Mann, was ist das? Was das für eine Riesensache geworden ist, hätte ich nicht gedacht. Na komm her. Oh Gott! Oh nein, Serana! Du bist ja schon wieder auf allen Vieren. Ja. So, Heilung. Also keine Ahnung, was der Drachenpriester mit mir gemacht hat. Wer meine Videos schaut, der kennt diesen Trick mit Gemüsesuppe und dem Schild des Blutigen. Ich weiß, dass der Drachenpriester eine Eisaura verwendet, die Ausdauer frisst. Aber warum ich jetzt gegen den Eisatron nicht kämpfen konnte? Vielleicht, weil er auch so eine Eisaura hat, hm? Weiß ich nicht, was das war. Ist mir auf jeden Fall neu. Bisher dachte ich immer, dass man mit dem Schild des Blutigen wirklich jeden besiegen kann. Also in Kombination mit der Suppe, aber anscheinend doch nicht. Mann, komm doch jetzt mal hoch hier, ey. Komm hier einfach nicht hoch. Wenn ich jetzt noch irgendwo runterfalle, dann raste ich aus. Warte mal, gehen wir mal so rum. Ich hoffe, Cross regeneriert jetzt nicht. Und das wäre der Hammer. Oh oh. Die Kampfmusik ist vorüber. Das Schlimmste wäre jetzt, wenn Cross es regenerieren würde. Tut er aber nicht bis jetzt. Sieht gut aus. Hier irgendwo war er. Bist du? Da ist er. So, aus der Distanz werde ich aber nicht treffen. Weil wenn er... Ah, doch. Das war gut. Sogar ein Treffer mit verbesserten Schaden, da er nicht weiß, woher die Pfeile kommen. Wo ist Serana? Oh, das hat weh getan und boom. Oh, tschüss. Oh. Heftig. Und es hat einen Sinn, warum Lydia vor allem als erstes diese Maske ausgewählt hat. Denn die Macht dieser Maske ist Schlosserknacken, Schießkunst und Alchemie sind um 20% gesteigert. Also für einen Bogenschützen sehr, sehr, sehr gut. Und Stab der Feuerbälle, vielleicht kann der mir bzw. Lydia bei der Suche nach weiteren Masken helfen. Natürlich muss man sagen, dass Lydia bereits ein Diadem trägt, welches... Achso, sie trägt es nicht. Aber sie hätte ein Diadem tragen können, welches ihr 25% höheren Schaden geben würde für den Bogen. Ja, dummerweise hat sie ihn jetzt nicht getragen, warum auch immer. Eigentlich hatte ich ihn an. Naja, also hier wären 25% und bei Crosses wären es 20%, aber dafür kommen weitere Diebes
Fähigkeiten dazu, die verbessert werden. Sieht dann natürlich so aus. Man sieht Lydias hübsches Gesicht nicht mehr. Dummerweise. Okay, die erste Maske ist da. Ja, hallo Serana. Du hast den Kampf fast verpasst, während du da auf allen Vieren gekrochen bist. Und natürlich nicht vergessen, das Wort der Macht und die Kostbarkeiten in dieser Truhe. Nicht schlecht, über 200 Gold. Dann eine teure Maske und kein Glas durch. Warum nicht? Und ein Wort der Macht. Die Druckwelle. Das war sie also. Die Eröffnung der großen Artefaktenjagd nach den Drachenpriestermasken. Und die erste Maske Grossis. Ich merke gerade, warum ist denn Serana so groß? Die ist ja um einiges größer als Lydia. Krass. Okay. Vielen Dank fürs Zuschauen und man sieht sich dann bei der nächsten Artefaktenjagd. Bis zum nächsten Video. Ciao.